So, da sind wir wieder und wir wollen uns direkt in die Vergangenheit Tempomorphen lassen. Tempomorphe mich, Harvey! Ja, Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst, halte dich fest. Miau. Ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Okay, Harvey muss dieses Rätsel alleine lösen. Ich kann nicht mit Edna tauschen, das finde ich schade. Herr Hornbusch. Ablegen, Alfred, ablegen. Tür, ablegen, Karte, ablegen. Wir haben hier so viel Zettel. Alfred, Karte, Hornbusch, Tafel, Schädel, Globus. Geht zu Loch? Nee. Gut, dann fangen wir erstmal an mit Herrn Hornbusch. Gucken, was wir über den Herr Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mattis dir zu Ostern geschenkt hat. Psst, später, Harvey. Du hast ihn das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Bist du behindert? Ich hasse Petzen, ohne Spaß. Bist wie... Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch? Edna kichert schon wieder! Reiß dich zusammen, Edna! Wir müssen dich herausbekommen! Psst, später, Harvey. Okay. Lass uns auf Schatzsuche gehen! Psst, später, Harvey. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Schade. Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Psst, später, Harvey. Erinnerst du dich an den Schädel? Psst, später, Harvey. Sag mal, Edna, sei nicht so zu mir. Rede mit mir. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Okay. Brief, okay. Geh zurück. Nur ein Brief, okay. Was mit dem Brief? Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Okay. Davon will sie nichts wissen. Was bleibt uns denn dann übrig? Das Fenster. Super. Ja gut. Ah, geh zum Fenster, okay. Oh, die Sonne. Der Spielplatz. Der Zirkus. Die Eisbude. Das Riesenrad. Der Teich. Okay, mehr nicht? Raus. Raus. Raus, sage ich. Raus. Raus. Komm schon, danke. So, guck mal hier. Teich. Edna, Edna, Edna. Die Badesaison hat begonnen. Oh, ich will auch baden gehen. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna Konrad! Du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank. Verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Boah, Alter, dieser Alfred, der geht mir tierisch auf die Eier, ohne Spaß. Edna, Edna, Edna. Es hat eine neue Eisbude aufgemacht. Haben die etwa auch Pudding-Eis? So wie es aussieht, haben die da alles. Oh,
Ich könnte sterben für ein Eis. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Händler führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Ich muss doch sehr bitten! Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Boah, du hast sonst keine Hobbys, ne, Alfred? Ohne Spaß, du bist... Scheiße. Ach, Quatsch. Scheiße, ist die Sonne weg. Na gut, nehmen wir die. Wie geht's dir, Edna? Psst, später, Harvey. Nehmen wir den Zirkus. Edna, Edna, Edna! Da ist ein Zirkus in der Stadt! Was sagst du? Ein echter Zirkus? Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna! Das war's! Das Maß ist voll! Du kommst jetzt in den Schrank! Na los! Beweg dich! Aber... Keine Widerrede! Okay. Alter, dieser Alfred, ne? Das ist... Der ist wie der Kritz, Alter. Voll die Petze, ey. Ohne Spaß. Hab dich lieb, Kritz. So, liest du mal den Brief, Edna. Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Okay. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Mir auch. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Okay. Okay. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Okay, aber wie machen wir jetzt weiter? Nochmal vielleicht? Hornbusch mit Edna? Herr Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mattis... Nee. Du hast ihn das Kippen... Herr Hornbusch! Ja. Ja, komm. Halt die Klappe, Chris. So, wie machen wir das denn? Also, irgendwie... Alfred mal? Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch! Reiß dich zusammen! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Vielleicht nochmal der Zettel? Mit Edna? Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Das ist es. Im Namen deines Vaters. Du meinst, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. Das war's schon. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja. Ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählte nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Welche Erinnerungen tut das schon im Moment bei dir? Von denen, die du noch hast?
HW2, okay. Unterschrift fälschen. Okay, dann können wir jetzt bestimmt auch Unterschrift darauf knallen. Noch ist da keine Unterschrift drauf. Ich sollte einen Weg finden, das zu ändern. Aber jetzt ist wieder im... Genau. Dann gehen wir hier raus. Ich denke, hier ist nichts mehr zu tun. Nothing to do hier. Jetzt gehen wir wieder hoch in Dr. Marcells Büro. Gucken uns nochmal das Diplom an. Und gehen dann... Und können dann Dr. Marcells Unterschrift. Und dann haben wir die Unterschrift für die Gruppentherapie. Das ist eine Idee. So. Mach das mal. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später... Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. cool. Kann man machen. So, Dr. Marcells Unterschrift. Sehr gute bitte. Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Nice. So. Unterschriebenes Formular. Jetzt. Unterschrift fälschen vom Barmann. Ja, ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Stinkstrinks. Barmanns Unterschrift auf... Was soll ich schreiben? Ah, ich hätte gerne die komplette Lösung. Okay. Ich möchte aber noch mehr. Ich möchte dann was noch... Was soll ich schreiben? Wasser? Wasser hätte ich auch gerne. Okay. Dann hätte ich gerne noch... Was soll ich schreiben? Dann hätte ich ganz gerne noch... X, X, X. Okay. Dann kriege ich wieder einen Stinkdrink oder so. Und ich hätte ganz gerne noch den Biggidi-Buggidi-Boo. Biggidi-Buggidi-Boo. Okay. So. Jetzt bin ich gespannt. Das wird spaßig. Was wollten wir jetzt zuerst machen? Ich gehe noch mal eben schnell hier rein. Einmal die Bar, wenn ich mich irre. Einmal der Raum und einmal... Ach ja, genau. Der Schienenraum und der Aufenthaltsraum, okay. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da. Da. Geh zu Gang. Ach nee, warte. Nein, 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 Gang. Nee, nein, 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 nein. Geh zur Tür. Genau. So, jetzt mit dem hier. Das sieht gefährlich aus. Egal. Ich habe die 1 genommen. Hat sie jetzt auch den 1? Nee, sie hat die 2 genommen. Okay. Egal. Da kommt der nächste Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang. Nee, der Raum war das nicht. Wir müssen einen weiter. Wir müssen einen weiter. Da kommt der nächste Ausgang. Hier, den Raum. Licht aus, bitte. So. Jetzt sind wir hier.
Aber hier können wir so nichts mehr machen, oder? Ne, wir müssen zum Barmann. Aber zum Barmann müssen wir wieder zwei Stationen fahren. Oh, mal dieses nervtötende Bahnfahren. Bahn braucht man so lange, ey. Da kommt der nächste Ausgang. Und niau. Schwupp, weg. Da kommt der nächste Ausgang. So, wir rennen jetzt erst zum Barmann. Nee, gar nicht, nicht zum Barmann. Wir rennen jetzt erst zum Aufenthaltsraum. Wir rennen jetzt erst zum Aufenthaltsraum, machen da das Licht aus und dann gucken wir, ob meine These mit dem WC funktioniert. Aber das probieren wir in der nächsten Folge. Das heißt, Edna bricht weiter aus. Bis dahin. Tschüss.